Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Horror von Shocksplay. Und dieses Mal spielen wir Witch. Es ist kostenlos, downloadbar. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen dann mal. Und hier sehen wir schon mal die Tasten, die wir uns bewegen können. Okay, wir können uns so bewegen, also mit den Pfeiltasten, aber ja, mit WASD können wir uns auch bewegen. Also es ist Witch ist kostenlos downloadbar. Der Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung, ne? Man weiß ja. So, hier ist eins. Habe ich den ersten Schlüssel. Okay, haben wir hier noch was? Und es ist ein, ja, wie ihr schon gesehen habt, es ist ein Schlüsselspiel. Oh, wollte schon sagen, die Schublade ist noch auf, ja. Und ja. Guck jetzt mal, so was hier so abgeht. Vielleicht liegt hier noch so ein Schlüssel. Nein. Warum pocht mein Herz so? Hier. Eine verschlossene Tür. Die Tür geht auf. So, hier haben wir Schlüssel. Dieser Schlüssel geht aber natürlich ins Waschbecken rein. Und kriegen wir auch nicht auf. So. Hier können wir auch eine Toilette aufmachen. Da ist nichts drin. Nee. Ich habe gedacht, da steht irgendwas. Aber ist nicht. Wenn ihr euch wundert, warum es so schwarz-weiß ist. Es ist wirklich so. Also, und so mit diesem Krisselbild. Dort ist kein Grafikfail oder was auch immer. Das ist wirklich so. Exit. Ja, warum kann ich da rausgehen? Ah, verschlossen. Na toll. Vielleicht kann man später da raus. Obwohl, ich sieht sehr doll verschlossen aus. Mischketten. Na gut. Hier unten haben wir alles abgesucht, ja? Gut. Gehen wir hoch. Also so, okay, so das Haus sieht schon realistisch aus, aber wie so die Farbe ist oder das, du bist ja ein Mensch und dass du das Haus so siehst, das ist eigentlich unrealistisch, muss man dazu sagen. Aber sonst ist eigentlich ein nettes Haus, wenn nicht überall so eine, wie hier, so eine Wandmalereien sind. Und das ist ein Rätsel. Okay, warte mal. Also, kann man das sehen? Okay. Also, das ist ein Mensch, glaube ich. Plus Schlüssel ergibt Tür auf. Gehen wir mal von hier rechts. Zwei Menschen plus Schlüssel ergibt nicht Tür auf. Also jetzt mal so auf grob Deutsch gesagt. Das ist hier die Tür oder was? Naja, weiß jetzt nicht. Gut. Haben wir noch einen Schlüssel? Nö. So. Hier können wir nicht rein. Hier können wir nicht rein. Hier können wir nicht rein. Hier ist nichts mehr. Tür 3, ach so. Auf den Schlüsseln steht dann, welche Zahl das ist oder was. 2, 3. Und ich hatte ja erst 1, so. Hängt am Fenster irgendwas. Wollen wir hier ducken. Nö. Ja. Die Nummer 2 steht da. Gut. Auch jetzt. Gleich sehen wir jetzt noch ein weiteres Rätsel. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich will da nicht hin. Ist das die Slenderfrau? Molle, 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 molle. Molle, 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 molle.
Ah! Oh, nicht sehen, ja, nicht sehen. Ganz langsam, ganz langsam. Ich bin nicht hier. Ah, Schlüssel. Was bist denn du, Alter? Herz, Kopf, Zeiger. Ach, hier ist wieder ein Rätsel. Schlüssel ist gleich Kopf. Oh! Oh! Was war denn jetzt los? Bin ich jetzt die Frau oder was? Schlüssel ergibt Kopf plus Herz. Gut. Habe ich jetzt das Herz? So. Hier runter. Auch kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel, auch kein Schlüssel, auch kein Schlüssel, auch kein Schlüssel. Nein. So, mal gucken. Hat sie hier irgendwas? Oh. Immer noch zu. So, sind wir jetzt die Frau oder was? Weiß nicht. Hängt hier ein Schlüssel? Man kann ja auch nicht springen, ne? An der Lampe vielleicht? Was denn sitzt da? Hä? Das ist aber kein Schlüssel. Vielleicht weiß ich, für was das gut ist. Da willst du rein? Kein Kopf, kein Herz. Wie sieht's hier unten aus? Was ist denn jetzt so? Crank. Okay. Die Nummer 2. Na, aufheben. Gut. Die Nummer 3. Also stimmt ja. Wir hatten ja schon 3. Er 2 meinte ich. So. Wo ist die Frau hin? Links. Yes. Alter, du hast ein Messer in der Hand. Die hat ein Messer in der Hand. Weil. Sag mal, tippt die mich oder was? Created by Mike Eine. Plugins used. Okay. Warum? Ey, das ist ein Ding. Kopf. Warum sind jetzt schon hier die Credits? Weiß ich nicht. So, wo ist das Weib? Weiß ich nicht. Okay. Wir haben jetzt das, wir haben jetzt den Schlüssel für den Kopf. Und ja. Jetzt sind wir im Bad. In der Bad. Und hier kann man nichts machen. Hier noch was? Frau? Nein. Oh, immer stehst du da, ja? Was ist denn das, Alter? Ist das ein Kopf? Du willst da hin?
Dann mache ich den mal Platz. So. Mal gucken, was ihr damit macht. Auf den Kopf aufsetzen, ja? Das ist ja ziemlich groß, der Kopf. Was war jetzt? Und weiter geht's. Was machst du da? Willst du die Tür aufkriegen? Da ist ein Schlüssel. Was hatten die für Brüste, Alter? Guckt euch mal die Dinge an. Das ist so eine Spitzbrüste. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nein, wag's dir! Wag's dir! Nein! 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 Ich weich aus, ich weich aus, komm! Ja! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht! Kann ich nicht hauen! Ich will nicht! Ich will nicht! Nein! Nein! Hahaha! Du bist schlecht! Du kannst gar nicht! Ich bin besser als du! Du Muschi! Du Verräterkuh, olle Bitch! Haha! Bist du schlecht, bist du schlecht, bist du schlecht. Okay, so kann man das Vibe verarschen, Leute. So ein Scheiß. Okay, jetzt hast du mich. Sie hat mich. Und jetzt? Alter, was ist das für ein Spiel? Hey. Ja, die hat doch erlitten, die Frau. Ja, es ist wirklich die Frau von dem Slender. Das geht da gar nicht. Was kann ich hier noch irgendwann machen? Nee, ne? So. Und sie haut jetzt ab. Genau. Witch. Und ich glaube, das war's. Aber wir haben noch ein zweites Ende, glaube ich. Das mit dem Herz. Wir sehen uns im nächsten Folge. Hey Leute. Natürlich wollte ich sagen, in der nächsten Folge. Nicht, dass wir gleich schon jemand nach wie, also der Name wie von Sylvester Stallone bei diesem einen Film, ne? Er schreibt, was bist du für einer? Nein, das ich habe mich selber berichtigt. Ja. Ja. Sylvester Stallone, ne, derjenige weiß, wer gemeint ist. Und andere wissen es auch. Und ja, das lasse ich mir nicht gefallen, was diese Frau da gerade gemacht hat mit mir. Ja. Ja, also Schlüssel nehmen. Aber ich habe sie ordentlich verarscht, eigentlich, kann man so sagen. Und ja. Wir machen jetzt noch kurz mal schnell das Ganze hier. Beenden wir mal kurz hier. Also, ja. Gehen wir nochmal schnell durch. Und dann will ich mal sehen, was passiert, wenn wenn man ihr das Herz gibt. Ob sie dann mit uns zusammen durch die Tür geht oder ob wir heiraten oder was auch immer. So. Gut. Ja, da drauf steht Exit. Vielleicht kann man ja damit ja wirklich da unten reingehen. Also, wo ich da unten war, da ganz unten. Vielleicht kann man da ja hingehen. Oder da flüchten auch da. Okay, ja. Gut. Ich lasse jetzt mal gehen. So, was haben wir hier? Das Teil. Nicht töten. Obwohl, du hast eine Trefferquote von 0,15. Verfolgst du mich jetzt, so Vibe? Ist er wirklich so wie der Slenderman? Wenn man sie anschaut. Okay, doch, sie bewegt sich. Kleine Stalkerin. Achso, hier waren wir noch gar.
nicht drinne. Siehst mich nicht. Achso, ich bin noch. Und hopp. Das. Okay. Jetzt haben wir schon wieder Schlüssel 3. Es ist eigentlich ein recht einfaches Spiel. Ja, es ist natürlich kostenlos, habe ich schon mal gesagt. Schnell, recht schnell geht das Spiel vorbei. Aber ich finde, es macht eigentlich recht Spaß, wenn man so. Die könnten, also diese Hersteller von Bridge, könnten eigentlich mehrere Teile daraus daraus bringen mit mehreren Rätseln und stärkere Rätsel, weil so mit der Machart so schwarz-weiß finde ich es gar nicht mal so schlecht. Okay, sag mal, jetzt verfolgst du mich überall oder was, Alter? So, jetzt haben wir hier den Schlüssel wieder für den Kopf, aber den sammle ich jetzt nicht auf, oder? Ja, ist wieder für den Kopf. So. Jetzt haben wir den Schlüssel für den Kopf, aber noch keinen Schlüssel für, sagen wir mal, das Herz. Okay. Ja. Könnte es hier auch noch sein? Schlüssel? Nein, Schlüssel ist leider nicht hier. Hängt sie irgendwo an der Wand? In der Ecke? Am Fenster? Und, was ist denn da? Ach, hier ist ein Schlüssel, hier ist ein Schlüssel. Hey. Ach, jetzt! Unser Herzschlüssel. Der liegt dahinter. Oder lag dahinter. Hinterm. Ja, hinter der Tür. So, nicht hinterm Türrahmen, hinter der Tür. Wo stehst denn du? So. Komm, Mädel. Wir machen es einfach und gehen zusammen. Gehen hier raus. Okay? Was hältst du davon? Los, mach auf. Nee? Keine gute Idee? Ja, schade. Wow. Oh. Die erschreckt mich immer, wenn die auf immer in meinem oder ja, mit dir zusammenstößt, dann kommt so ein scheiß Geräusch. Aber es ist cool gemacht. So, und hier, wissen Sie? Ne. Jetzt haben wir hier ihr Herz. Ach ja, hier. Ja, dann geh mal wieder rein. Los. Ey. Läuft die eigentlich auf barfuß, also ohne Strümpfe? Sieht so aus, ja. Naja. Okay. Jetzt hat sie gerade ihr Herz da reingepresst in diesen kinderartigen, herzförmigen, ja, herzförmiges Loch. Okay. Leute. Jetzt werden wir mal sehen, wie hier das Ende aussieht. Vielleicht können wir da mal. Ach so. Warte, was ist jetzt hier? Ach so, das ist ja schon, ist ja die Frau wieder, unser Schatzi. Die Tür ist zu, ja. Geht noch nicht auf. So. Und die kann trotzdem das alles sehen, weil die hat ja keinen Kopf, der hat ja keine Augen. Nein, nicht schon wieder. Nein. Nein, 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 nein. Schatzi! Nein! Komm, Schatzi! Ich will mit dir sterben! Los, Schatzi! Wir hätten noch zusammen ein Kind zeugen können! Schatzi! Wir hätten noch heiraten können und hier leben können! So ein schönes Haus. Schatzi! Ja. Sie ist tot. Okay. Schon hart. Aber geil gemacht. Okay, das war's, Leute. Oder? Geht's hier noch weiter?
Witch. Okay, Leute, das war's. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns im nächsten Let's Horror. Euer Shockswave. Ciao.